Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 mit Paxis. Jetzt ist es leider schon etwas später am Samstag, als ich eigentlich gehofft hatte. Was leider daran liegt, dass die Server vorher nicht funktioniert haben. Ich habe versucht, heute Nachmittag, jetzt ist später Nachmittag, oder nee, eigentlich ist schon Abend. Am Nachmittag habe ich versucht zu spielen, aber da war halt jedes Spiel wieder mal als rot, mit roter Latenz angezeigt. Bei Foot Champions. Komischerweise ging es aber wieder, wenn ich Saison gespielt habe, normale Saison, da war wieder grün die Latenz. Also es lag wieder mal an den Verbindungsservern von EA. Ich hoffe mal, es geht jetzt wieder. Und ja, die Niederlage beim letzten Mal, die muss ich sagen, kam eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Nochmal ein schöner Dämpfer, dass ich einfach raff, ich bin jetzt nicht der Geilste, weil ich einmal Elite 3 geworden bin. Und wieder mehr Demut zeigen. Und ich denke, mein Fehler war einfach, dass ich das Spiel schon wieder zu leicht genommen habe, als ich dann in der Endphase dann doch wieder ein paar gute Chancen hatte und gedacht habe, ja, scheiß drauf, wir werden jetzt sowieso gewinnen in der in der Verlängerung. Aber gerade in der Verlängerung hat man halt andere Fitness, da kann es halt schon sein, okay, eher ein schwaches Team. 81er Innenverteidiger, auch so halt nichts Besonderes eigentlich. Ja, gerade in der Verlängerung kann es halt einfach sein, dass man durch die veränderte Fitnesslage dann auch ein anderes Bild hat. Also ich hätte einfach noch konzentrierter spielen müssen und es nicht so auf die leichte Schulter nehmen, denke ich. Das war mein Fehler, von daher genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich muss mich damit abfinden, ich kann ein Tor fressen, den eigenen Fehler versuchen zu finden in dem Tor, in dem Gegentor, dann drehe ich nicht so durch. Oder ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich nicht jedes Spiel gewinnen werde. Punkt aus, nicht darüber aufregen. Das führt nur dazu, dass ich... dann die nächsten Spiele schlecht bin und das wollen wir ja nicht. Muss ja mehrere Spiele gut spielen. Schade. Schön gemacht von Vidal. Scheint auch jemand zu sein, der gerne wild rumrennt. Ein Abseits, aber der Pass war zu lang, schade. Macht gerne Tricks, wie es aussieht. Schöne Grätsche von Vidal. Renn mal durch, wenn er uns so durchrennen lässt. Boah, das war ein richtig schöner Schuss von Mali. Krasse Parade von Butland. So, Vidal, das kam gar nicht so schlecht, die Flanken auf Vidal, nur dass er noch kein Tor gemacht hat. Müsste Smalling als letztes dran gewesen sein. Ja, es ist natürlich schwer dagegen Smalling, weil man sieht schon Körpergröße. Scheiß auf Kopfball! Was geht? Scheiß auf Kopfball! Das haben wir ja ewig nicht mehr gehabt. Nach einer Ecke so einen geilen Seitfalls hier. Ach du Scheiße, ist das geil. Ja, wer braucht denn da einen Kopfball, wenn er so einen Seitfalls hier reinknallen kann? Vidal, alles richtig gemacht. Das wird jetzt wieder 100 Jahre dauern, bis wir so ein Tor schießen, aber egal. So, und jetzt dranbleiben, dieses 1-0 nutzen, zum 2-0 ausbauen. Gut verteidigen, noch eins aus dem Spiel vor allem schießen, Gegner weiter demotivieren. Schön gemacht von Stindl. Ja, das war dumm von mir. Das ist wieder Glück gehabt. Das Problem halt gewesen, ich habe ihn geschickt. Ich dachte, na, irgendwann muss er sich dann mal vorbeisetzen. Das ist doch viel schneller, dieser Dembele. Und dann war halt das Problem, dass ich dann einfach zu eingeschossen war auf diese Möglichkeit und mich halt wieder nicht mehr davon lösen konnte. Immer sogar zum Kopfball der Mali, aber halt leider nicht in gefährlicher Position. Also er hat keinen Druckballhänder bekommen. Konnte nicht wirklich schön platzieren. Schön gemacht vom Bentaleb, leider bleiben wir nicht im Ballbesitz.
Oh, ey, das wäre noch gewesen, wenn das Ding reingeht. Ja, einfach mal so aus dem Stand quasi mal einen reindrücken oder was? Nicht mit dem Papa. Schade. Schön gemacht von Sokrates. Jetzt ist aber Dembele mal durch. Schade. War knapp. Wo war denn das ein Foul? War doch kein Stürmerfoul. Berbers hätte es hier wahrscheinlich nicht gebraucht. Schön gemacht von Piszczek. Ich muss aufpassen, dass ich mich von seinen Tricks, die er da macht, nicht beeinflussen lasse. Also nicht so negativ. Positiv gern. Ach, den muss Vidal eigentlich machen. Klar kann man auch flach schießen, aber da warte ich auch so, dass er den reinmacht. So, Vidal, mach einfach nochmal einen. Als Seitfallzieher. Schön gemacht von Stindl. Schade. Oh, schön, Hector nimmt ihn ins Aus an. Oh, ich habe gar nicht gerafft, dass da noch jemand steht. Mann. War natürlich schön verschwendeter Ballbesitz. Gut gemacht von Stindl. Schwache Ballannahme von Mali, würde ich sagen. Gut gemacht von Hector. Aber man merkt schon, dass ich die besseren Spieler habe, aber das erwarte ich ja auch. Sehr geil. Hätte man wieder flach machen können. Aber es sind so Dinge halt. Ich habe halt dann schon oft in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass ich es dann nicht hinbekommen habe, den anständig zu spielen. Und dann mache ich ihn halt lieber. Also schieße ich ihn halt lieber normal, weil es einfacher ist. Aber jetzt haben wir jetzt schon riesige Chancen auf das 2-0 gehabt. Ist. Da wurde es dann zu eng, schön getribbelt von Mali, aber dann ist halt der Pass einfach zu eng gewesen. Oh, Jungs, das war kein Foul. Der macht einfach einen sinnlosen Berberspin. Und das war's. Ey, wir hatten echt schon Chancen zum 3-0. So, aber einfach so weiterspielen und dann die Chancen nutzen. Verdammt nochmal, hatten wir gute Chancen. Aber das sind halt auch Chancen von Vidal und Bentaleb, und Dembele. Die müssen die einfach machen. Was ist denn da los? Wieder mal Butland überragend. Kommt schon. Gegner hat bisher nur eine Halbchance gehabt mit Martial aus dem Stand, aus der Distanz. Von daher alles gut. Na kommt. Stellt er irgendwas um? Wahrscheinlich. Oh, er wechselt schon. Können halt schon 3-0 führen. Aber egal, nicht an sowas denken, sondern daran, dass wir gut spielen, dass wir führen. Und dass wir versuchen sollten, das nächste Tor zu schießen. Piszczek bleibt halt stehen und das war auch ein schlechter Pass, aber Piszczek bleibt einfach stehen, der war im Lauf eigentlich.
Okay. Da hat der Stindl irgendwie keine gute Ballkontrolle, weil ich wollte nicht so dribbeln. Vidal und Bentaleb behindern sich, aber Vidal gleicht dann trotzdem raus. Hätte ich vielleicht direkt nochmal auf Dembele weiterspielen sollen. Hier gemacht von Bentaleb. Wäre auch nicht verdient gewesen, wäre aber meine Schuld gewesen, kann ich sauberer und sicherer rausspielen. Aber wäre natürlich nicht verdient gewesen. Schade. Aber trotzdem wäre es meine Schuld gewesen. Zum Glück hat der Gegner den Fehler nicht ausgenutzt. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Sind zwei Leute dran, ergibt keinen Sinn, warum Martial da rankommt. Macht nichts, macht nichts. Einfach dranbleiben. Einfach dranbleiben. Es waren zwei Leute dran. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach ein glückliches Tor. Auch dieser vogelwilde Pass, den er da gerade nochmal gezeigt hat. Ist egal, ist egal. Einfach so spielen, wie wir bisher gespielt haben. Und dann kann der Gegner sich hier über seinen Ausgleich kurzzeitig freuen. Verdient ist er nicht. Wir hätten schon 3-0 führen können. Wir machen jetzt noch das zweite in aller Ruhe. Ja, das ist meiner Meinung nach auch ein paar Foul. Oh, schlechte Annahme von, war das Stindl oder Mali? Einer von beiden. Und gemacht von Bentaleb, jetzt bleiben wir auch mal im Ballbesitz. Nächste Riesenchance zum 2-0. Meine Fresse. Schade. Am ersten Spiel waren wir vorbei, aber nicht am zweiten. Oh, hör doch mal auf, dass so ein scheiß Berberspin, wenn er nicht funktioniert, dann trotzdem irgendwie dazu führt, dass am Gegner vorbei ist, ey. Kein Wunder, dass die Leute so oft den machen, weil er einfach total zum Lacken einlädt. Aber egal, ruhig bleiben. Wir hatten gerade wieder eine Riesenchance auf 2-0 und wir werden die nächste Chance nutzen. Oh, nice luck. Tunnelt. Was für ein scheiß Dreckslacker, das gibt's überhaupt nicht. Ach du Scheiße. Oh, ey, wir sind so überlegen in dem Spiel, noch überlegener als im letzten und trotzdem lackt er sich hier den Führungstreffer. Dann müssen wir alles reinwerfen. Es wird natürlich gewechselt. Jetzt müssen wir ruhig bleiben. Bleib einfach ruhig. Ist noch nichts verloren. Ist noch nichts verloren. Ist noch nichts verloren. Er weiß selber, dass es komplett unverdient ist und er hier nur lackt. Von daher scheißegal.
Kommt wieder nicht zum Schuss. Oh. Komm, Hummel, mach's einfach. Oh, ey, so unverdient. Das gibt's gar nicht. So ein dummer Scheiß-Lacker, ey! Ich reg mich nicht auf, weil ich noch mehr Spiele machen muss. Scheiß drauf, das Spiel haben wir also verloren. Es ist ja wirklich jetzt, also das ist wirklich mal wieder seit Ewigkeiten das, die unverdienteste Niederlage, die es gibt, ey. Ohne Scheiß. Seit Ewigkeiten. Auch das komplett gelackt, das Tor, weil er einfach mal durchschießt. Ich werde mit euch, wenn wir die Wiederholung anschauen, werdet ihr sehen, dass der durch die Beine schießt. Also, dass er wieder durch feste Materie schießt. So unfair. 3-0 hätte ich hier locker führen können, aber die machen halt einfach die Chancen nicht. So ein Scheiß. Ach, Lacker, ey. Was für ein Dreckslacker. So unverdient. Also das ist ohne Scheiß. Seit Ewigkeiten. Wirklich seit sehr, sehr langer Zeit die unverdienteste Niederlage. Gegner klar schlechter. Und natürlich lackt er sich auch noch das vierte Tor. Alter, 4-1, muss man überlegen, ne? Wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man einfach, wie unglaublich unverdient es ist. Wenn man nur das Ergebnis kennt, wird man sich sagen, hä, 4-1, wie kann man denn bitte schön unverdient 4-1 gewinnen? Das gibt's gar nicht. Also das ist auf jeden Fall die unverdienteste Niederlage in der Höhe. Noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass einer so krass in der Höhe gewinnt, obwohl er so scheiße unterlegen war und wir halt eigentlich schon lange 3-0 führen müssen. Ist egal, wie gesagt, das ist Punkt abgehakt, Schluss aus, Nikolaus, egal. Klar haben wir den Spieler des Tages, das muss man mal überlegen, ne? Er gewinnt 4-1 und ich habe den Spieler des Tages. Muss man sich mal überlegen. So, aber egal, weiter, Punkt, Schluss, Strich, Strich. Scheißegal, wir werden beim nächsten Mal die Chancen wieder nutzen. Oder meine Spieler halt. Es war halt, also es kam halt einfach alles zusammen, die komplette Abschluss pleiten oder die Situation, wo meine Spieler halt mal die Schüsse nicht reinmachen, das kann halt alles in einem Spiel zu sagen, das ist halt jetzt einfach so, scheißegal. Ich meine, ich stand im letzten, in der letzten Weekend League stand ich nach 6 Spielen bei 3 Siegen und 3 Niederlagen und bin am Ende noch in die 3 geworden. Das heißt, es ist alles möglich. Von daher ist egal. Wir haben jetzt erst 2 Niederlagen. Das heißt, wir können nach 6 Spielen mit 4 Siegen dastehen und 2 Niederlagen, falls wir jetzt mal anfangen sollten zu gewinnen. Also es ist alles gut, positiv denken. Ich war da klar bessere Spieler, ich habe deutlich besser gespielt als der Gegner, hatte einfach Pech im Abschluss, abgehakt. So, und ich will jetzt genauso wieder spielen wie gerade eben, weil die Abschlüsse, die Tore kommen ganz von alleine. Ich stand hinten gut und habe vorhin meine sehr guten Chancen rausgespielt. Und dieses Mal machen wir die einfach rein. Ach, da fällt mir gerade ein, ich spiele doch jetzt eigentlich immer mit meinen Teams abwechselnd. Das hat mir eigentlich auch ganz gut getan. In der letzten Weekend League. Und das habe ich gerade vergessen. Aber ist egal, dann machen wir doch mal Bundesliga. Was? Habt ihr gesehen, wie Piszczek abgebremst hat? Ich weiß nicht, warum er das macht, aber er macht's. Ja, dann spielen wir jetzt nochmal Bundesliga und dann beim nächsten Mal halt Premier League. Mist, hätte ich auch mit Reus schießen können. Ich dachte, ich bekomme hier nochmal Stindl in die bessere Position. Eigentlich gut gemacht von Vidal. Oh, der Gegner spielt besser. Er hat halt auch ein viel besseres Team, ne? Oh, ich hab's. Also
Ich hab's geahnt. Ich hab nicht, also ich bin, war mir nicht sicher, dass es funktioniert, aber ich hab's geahnt, weil ich dachte so, da steht jetzt Bentaleb geil und der hat jetzt eigentlich eine richtig gute Position, um ihn mit seinem starken Linken ins lange Eck zu schießen. Und ich hab's nicht gewusst, dass er reingeht. Nicht dieses Gefühl, das ich oft bei Vidal dann beim Distanzschuss habe, aber ich hab's geahnt, dass Bentaleb den jetzt mit dem starken Linken ins lange Eck schießen kann. An Buffon vorbei, unhaltbar. Und so habe ich halt gedacht und gehofft, dass auch im letzten Spiel meine Spieler die Tore schießen, Vidal und Dembele, die diese riesen Chancen hatten zum 2 und 3-0. Und dann hatte ich ja noch mega gute Halbchancen, haben wir auch nicht vergessen. Aber ist egal, jetzt spielen wir genauso nicht Flügelwechsel. Mist. Oder? Sehr geil. Das macht Reus gut. Was für ein Bumstor! Alter, was ist da denn los? Okay, da hatte ich keine Ahnung, da hatte ich nicht das Gefühl, dass er reingeht. Das ist natürlich Traumtor. Das ist ein Traumtor. Also wenn Stindl als Stürmer die Tore sogar geschossen hätte und solche Zaubertore gemacht hätte, dann wäre er immer noch Stürmer bei mir. Und jetzt nicht ZOM. Aber von mir aus spiel so als ZOM. Das hätte Müller nicht besser machen können. Krass. Ultra schlechter Winkel. Ich würde sagen, auch etwas verdeckt geschossen. Deswegen zieht ihn Buffon da wahrscheinlich erst relativ spät. Aber krass, krasses Tor. Wenn wir jetzt noch ein Tor schaffen, bricht der Gegner wahrscheinlich ab. Aber wenn er solche Zaubertore schießt, dann bleibt er natürlich als ZOM drin. Wie gesagt, 0,6 muss er schlagen oder er muss mindestens 0,6 spielen. Ich finde aber ganz ehrlich, ich finde die Aufstellung so eklig vom Gegner. Das ist so dicht hier irgendwie. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt dieses dritte Tor, dieses Distanztor von Dembélé noch frisst, dann bricht er ab. Aber war eine gute Situation, auch mit dem starken Linken. War auch gut geschossen, aber war halt auch eine gute Parade von Dembélé. So, mal gucken, wie macht die da nochmal so ein Zaubertor? Ja, nicht, wenn er komplett Offside steht. Krass, wie Sokrates da mit der Pace das Ding noch rausholt, ey. Habt ihr das gesehen, wie er da reingerannt ist? Also, richtig geil. Ist gut. Oh, ich habe auch den auf Spielerwechsel gedrückt. Aber Alu-Treffer, das wäre ja der nächste Distanztreffer drin gewesen von Vidal. Schade. Wäre auch, denke ich, nicht unverdient. Ich meine, Dembélé hatte auch diesen guten Schuss. Von daher. Oh, danke. Hat er schon keinen Bock mehr? Steuert er gar nicht mehr? Kann das sein? Schade, aber geiler Pass auf Mali. Der Sokrates schön gemacht. Ah, schade. Hatte ich den Ball sogar noch? Nein, ah, da hätte ich lieber auf Vidal passen sollen. Das war ein Fehler.
Hummels war sogar noch dran, aber Higuain ist halt einfach so ein Tier am Ball, den kriegt nicht mal Hummels weg. Nicht mal Second in vom Hummels. Und grätschen wollte ich nicht, wir führen 2-0. Egal, egal, wir hätten das 3-0 auch machen können, den Alu-Treffer. Einfach dranbleiben, nicht das 2-2 verursachen, mache ich schon. Schade ist halt, hätten wir 3-0 geführt, hätte er wahrscheinlich, oder hätte er, nicht wahrscheinlich, aber eventuell abgebrochen. Jetzt bricht er nicht ab, wenn ich das dritte Tor schieße, denke ich. Der Pass kam viel zu spät. Eigentlich hatte ich eher auf Passen gedrückt. Oh, er gibt echt Elfmeter. Der wäre vorbeigegangen, der Ball, aber egal. Aber das war doch kein Elfmeter, ey. Sag mal, was machst du denn? Oh, so schnell kommst du 2-0. Er hat ein 2-2. Ja, wahrscheinlich nicht halten, aber ich versuch's natürlich. Ja! Sommer hält ihn, richtig geil. Genau richtig antizipiert. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir natürlich hier die Moral auf, die Moral. Ja, und das Mental auf unserer Seite, richtig geil. Sehr geil, sehr, sehr geil. Auch eine gute Situation, aber ein Tick zu hoch. Aber es ist auf jeden Fall verdient, dass wir weiter mit einem Tor führen, auch wenn er jetzt den Elfmeter verschossen hat, würde ich sagen. Weil wir hatten ja auch den Alu-Treffer, wir hatten jetzt die zweite gute Chance mit Dembele, die er nicht macht. Aber verdammt, wir haben schon wieder ein Tor gefressen, das gefällt mir gar nicht. Aber gegen das Tor, ich weiß nicht, ich glaube dagegen hätte ich einfach... Ich habe da glaube ich keinen Fehler gemacht, also mir ist da zumindest jetzt spontan kein eingefallen. War einfach gut von ihm gespielt, da war irgendwas in der Mitte los, also irgendwas war aufgerissen. Vielleicht, wenn ich dran denke, schaue ich mir das... Oh, schade. Schaue ich mir das Tor nochmal an, das Gegentor, dass ich vielleicht sehe, woran es liegt. Scheiße. Dachte, ich komme zum Schuss. Sehr gut. Danke. Danke, dass er mal rangegangen ist, sonst hätte er einen Move gehabt. Oh, zweiter Alu-Treffer. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wäre wieder ein geiles Tor geworden. Diesmal von Reus. Ah, zwei Alu-Treffer. Komm jetzt wieder, mach ihn. Na, es wird nichts. Oh, Hummels! War abgefälscht, ich wollte schon sagen, aber Hummels, geil! Wir müssen jetzt das dritte Tor machen, komm! Schon. So, jetzt Hummels mal vorn dran, das ist doch schön. Wieder nichts. Schade. Oh, krass, wie Vidal den rausholt. Danke. Ja, ist abseits.
Abseits. Hör doch auf, dich zu freuen. Oh, leider. Nice luck. Ah, bleiben wir leider nicht im Spiel. Sehr gut von Hummels. Oh, Reus hat gar keine Power mehr. Dann spielen wir das einfach mal in Ruhe runter. Versuchen mal das dritte Tor zu machen nebenbei. Das war kein Foul. Ich merke halt, dass meine Spieler nicht mehr so die Power haben. Das ist nicht gut. Sehr gut für Bentaleb. Oh, ey, das war krass gehalten von Buffon. Ohne Scheiß. Das war richtig krass gehalten. Den habe ich auch drin gesehen. So, jetzt Hummels mal wieder. Und ja! Hummels macht ihn und wieder den macht! Richtig geil, das ist der Deckel, würde ich sagen. Oh, ich dachte echt, er macht ihn daneben, aber perfekt an den langen Pfosten. Sehr geil. Ja, ich sag doch, wenn Hummels da mal wenigstens immer stehen würde, Hummels ist so kopfballstark. Fuck, ist das geil. Nice und verdient, aber ich ärgere mich trotzdem. Chancenverwertung immer noch nicht wirklich richtig perfekt. Ich meine, klar soll nicht jeder Distanzschuss rein, oder doch, soll, aber mir ist klar, dass es nicht passiert, aber wieder zwei Alu-Treffer und dann halt noch mindestens zwei, vielleicht sogar noch sogar drei richtig krasse Paraden von Buffon, also zwei überkrasse Paraden und noch einige andere richtig geile, aber zwei waren einfach nur krank, zwei waren einfach nur mega krank. Schade. War gar nicht schlecht durchkombiniert, aber dann irgendwie stand ich nicht mehr gut. Quadrado ist natürlich schnell. Geil gemacht von Sogi. Und meine. Oh, schade. Meine Reservespieler können auch mal wieder regenerieren. Also meine Reserve, was heißt Reserve? Meine Wechselspieler. Schön gemacht von Sogi, macht auch ein überragendes Spiel. Auch ohne Tor, wie Hummels. Ah, Hector hat noch einiges an Ausdauer, nice. Schade. Seitenwechsel wollte ich mal probieren auf Dembele. War komplett frei. Oh, na immerhin. Aber das war dann auch einfaches Tor. Aber weil der Gegner komplett offensiv spielt und da halt weniger Verteidiger hat. Aber krass, dass er den dann noch so macht. Ich dachte jetzt echt, er schießt in den Sohle rein. Naja, 4-1, aber verdienter Sieg. Super verdienter Sieg. Es hätte ganz anders ausgehen können, wenn er den Elfmeter macht. Deswegen auch geil von Sommer. Aber ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden. Die zwei Alu-Treffer, okay, ne, scheiße. Aber ich hätte halt, denke ich, auch einfach noch mehr machen können. Aber gut, was soll ich machen, ne? Ich habe eigentlich das ganz gut ausgespielt, würde ich sagen. Ah, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. So, Reus-Spieler des Tages. Ich denke, es ist echt schwer. Stindl hat, Sommer hat einen Elfmeter gehalten, nur 7,1. Was wollen die denn für Paraden von ihm haben? Ja, 9,5. Wie viel hatte der Buffon? Buffon hatte 8 Paraden, hat nur eine 6. Hat noch mega krasse Paraden gehabt. Wie kann denn der nur 6,5 haben? Ach so, weil er 4 Tore gefressen. Aber trotzdem. 9,5, Reus, Stindl, Tore. Stindl, Hummels, Bentaleb,
Dembele, 4 Schützen, 4 Tore, Vorlagen, einmal Mali, einmal Stindl, einmal Reus. Vor allem hat Stindl 2 Scorerpunkte gemacht, ein Tor und eine Vorlage und kriegt trotzdem nur die gleiche Bewertung wie Reus, der nur eine Vorlage macht. Sehr gut. Tja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.